Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und es geht weiter mit den nächsten Monster-Infos aus dieser wunderbaren Ausgabe. Die Nummer 16, der Eldrador Creatures mit dem fantastischen Schattendrachen. Jetzt gibt's hier Infos zum Schattensteinmonster, zum Kampfrino und natürlich zum Magma-Varan. Ich bin sehr gespannt, denn ich wusste da noch nicht wirklich viel. Mal schauen, was diese Ausgabe hier alles bereithält. Tja, lasst uns diese beiden Seiten hier besprechen. Monster-Infos, neue Gefahr. Drei neue, mega mächtige Monster machen Eldrador seit kurzem unsicher. Aber was macht sie so stark? Das erfährst du hier. Ja, ihr seht schon, Magma-Varan, Schattensteinmonster und das Kampfrino. Ich zoome wieder ein bisschen näher dran. Switch, und ich würde sagen, ich beginne hier mit dem Magma-Varan. Hab dann auch schon bei euch zu Hause. Großartige Figur. So, und jetzt wollen wir mal erfahren, was er so alles hinter seinen Flammen verbirgt. Der Magma-Varan hat einen feurigen Flammenrücken, mega spitze Hörner und eine ultralange Zunge. Im Kampf brenne ich für den Sieg. Ja, der Magma-Varan. Eine Berührung seiner XXL-Zunge fügt jedem Gegner krasse Verbrennungen zu. Ja, das haben wir schon im Monster-Duell erfahren. Sein Speichel ist hochgiftig. Verliert er einen Zahn, wächst sofort ein neuer nach. Okay, wisst ihr Bescheid. Das zum Magma-Varan, eine krasse neue Kreatur in der Eldrador-Welt. Als nächstes gehen wir hier gleich rüber und schauen uns das Kampfrino an. Das Kampfrino habe ich natürlich ebenfalls hier. Großartige Figur, hat eine super dicke Panzerhaut, ein hartes Steinhorn und oben ein mächtiges Kristallhorn. Ne? Kristallhorn ist oben und das harte Steinhorn ist unten am Kinn. Ne? Hier kann man das wunderbar sehen. Ja, das Kampfrino ist sehr aggressiv und geht keinem Duell aus dem Weg, rammt Gegner mit seinen Kristallhorn und walzt sie einfach nieder. Wiegt unfassbar viel und ist trotzdem brutal schnell. Also aufpassen, wenn das hier angerannt kommt, ganz schnell in Deckung gehen, sonst hast du keine Chance. Der Hammer. Übrigens, ich bin aus Stein und voll gemein. Großartig. So, dann hier. Das Schattensteinmonster hat einen massiven Kristall, den es schleudern kann, hat ein riesiges Maul, kann sich also ordentlich verbeißen und hat zudem gewaltige Fäuste. Wer sich mir in den Weg stellt, ist selbst schuld, ne? Einfache, aber klare Aussage. So, das Schattensteinmonster ist unfassbar groß und schwer, dafür aber nicht besonders schnell. Gilt nicht als die hellste Kerze auf der Schattenwelttorte. Mit seinem mächtigen Kiefer zermalmt es sogar das härteste Gestein. Ja, wer hätte es gedacht, das Schattensteinmonster. Drei neue, gewaltige Kreaturen in Eldrador, die ich euch alle schon in einzelnen Videos vorgestellt habe. Falls ihr die nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Ihr findet die Videos alle auf meinem Kanal. Das Schattensteinmonster, das Kampfrino und der Magma-Varan. Großartige Skulpturen und vor allem heftig mächtig. So, das die Infos zu den drei neuen Kreaturen der Lava-Welt, Steinwelt und der Schattenwelt. Ich freue mich schon auf die nächsten, die da kommen. Man kann es eigentlich immer kaum erwarten. Und zu diesen dreien habt ihr jetzt die Infos, die es dazu gibt. Das alles findet ihr in dieser Ausgabe Eldrador Creatures Nummer 16 mit dem grandiosen Schattendrachen. Eine wunderbare Figur. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ganz viel Spaß mit euren Figuren. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.